Format füllen, da trotz Weitwinkel. Das liegt gerade am Wand. Ich bin bereit geboren worden. Ja, die Aussicht ist ja gar nicht so schlecht. Natürlich. Die Mörder war ja. Ich darf mich auf der Visage fokussieren. Du hast immer noch kein Sprichwort, oder? Nein. Warum frage ich überhaupt? Hallo und Grüße vom Einstieg zum Bergkraxler-Klettersteig. Ich bin Flatterbein, neben mir steht Azrael, der, wie wir vorher erfragt haben, immer noch kein Sprecherl hat. Und damit nehmen wir euch diesen ganz kurzen Zustieg mit und schauen uns einmal dieses Klettergebiet an, weil da gibt es noch nicht allzu viele Videos und deswegen machen wir eins. Ja, das Steinbachgebiet wird ruchbar und gelbe Punkte weisen uns den Weg, gell? Willkommen am Bergkraxler Steinbruch. Steinhaufen. Vielleicht haben sie uns gebrannt, das ist was so drüber ist. Ja. Ist aber günstig, dass da genau die gelben Punkte überblieben sind bei der Sprengung. Da hat man mal aus, bitte. Was sieht man da? Aus, ne? Ah ja, Information. Aha. Die gelben Punkte folgen dem Steig da nicht mehr. Schau, da geht es jetzt nach links. Jede Menge Leute. Da sind wir ein Flatter. Der da ist ganz furchtbar über seine GoPro aufregt. Ja, ich finde immer was, wo man furchtbar drüber aufregen kann. Das ist das Gute. D. Ja, na, ich hätte mir gesagt, wir machen mal die komplette D-Passage bis ganz auf. Ich schaue mal, wie das da funktioniert. Ja, schau das einmal. Wer wird das einmal zum Vorbild nehmen, ja? Was ist das? Rutschig ist das. Okay, jetzt langsam einhängen. Das wäre eventuell noch günstig, ja? Wird man noch nicht so drin? Ja, das musst du herausfinden. Ich kann dir das nicht sagen. Zeig, Jan. Nein, kann man das nicht. Bevor das ein Sturz wird, aha. Doch, na gut. Hat man guten Start. Ja, sehr gut. Und da auch wieder, gell? Na, zum Umhängen geht's, oder? Ja. Ja, da ist jetzt ein kleiner Überhang. Aber solange man ohne Kraft umhängen kann, geht's ja, ne? Ja, bitte. Aha. Rutschic. Vor allen Dingen. Ja. Na, spannend. Da hat er sich jetzt gerade umgedreht. War das so ohne? Aber schauen die genug nach oben? Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich würde nicht gerne da so rum, ja? Oh, da ist nichts. Oh, ja. Na, schade. Also, doch geschafft, gell? Es geht, gell? Na, sehr gut. Gut, ich rutsche ja da schon weg, ich komme gar nicht zum Einstieg. Das ist aber wirklich sehr glatt, da zum Teil. Es wird halt oben ein bisschen trockener. Komm ich ja gar nicht weiter her. Da gibt es ja rüben auch ein paar Griffe. Kann man da noch ein bisschen weiter aufsteigen? Spannend. Ja. Also man muss schon relativ oft Langkraft einsetzen da. Also braucht man schon einiges an Kraft, ja? Ja. Verschwindest du irgendwie unter mir gerade? Was sagst du? Verschwindest du gerade unter mir? Leider, ja. Aber. Ja, ich hab das bei Kamera noch drauf. Die Währung ist auch nicht ganz so ohne. Aber es geht. Da muss ich voll auf Reibung gehen. Ja, hab ich auch müssen. Bist du deppert, ich rutsche da so viel weg? Ja. Unglaublich. Das ist, weil die Schuhe also vom Ding nach unten zum Ostern. Das ist halt auf jeden Fall aus, mit den Klammern noch drauf zu pausieren. So, wenn ich da so hersteige und da auch und mit da auch halt. Jetzt bist du nicht zu hoch. Da kannst du dann mit der rechten Hand links greifen.
Ja, das ist das Gemeine. Mit dem rechten Fuß kann man nicht um. Ja. Manchmal ist es leichter, wenn man einfach klettert. Ich bin gespannt. Ach, wie ist es denn da zum Greifen? Nein, ist nicht gut. Nein, da ist nicht so wirklich leicht zum Greifen. Da wird es wieder gerade da oben. Wo bist denn du da hingestiegen erst? Da oben, gell? Okay. Ja, ich war eins weiter unten. Ja, hab ich da irgendwie eine und mich umschwingen lassen. Und dann habe ich das mit der Brutale mit oben. Was wird so? Ja. Ja, genau. Das war jetzt mal viel Kraft. Ja, es geht. Ja, schön. Ich war dann besser, wenn man nur so versteckt, ja, gell? Ja, ja. Also ab da oben wird es dann eh wieder. Ja, dann gehen wir da ganz rauf. Ja. Muss ich mir schon überlegen, vor allem, ich bin unten wirklich massiv gerutscht. Ja, da ist wieder griffiger. Ja, das schaut auch alles nicht so wild aus. Ui, Stein! Ja, jetzt weißt du, ob du einen Helm aufhast, gell? Ja, gut, da hätte der Helm auch nicht mehr gut. Ich nehme mich da gern. Ich stehe hin, ne? Ja, häng! Also, da war ich jetzt einige Male in Gefahr, dass ich abrutsche. Diese Schuhe, die picken am Felsen wie Gummi. Ja. Das sind wahrscheinlich ein Gummi. Sag's dir, wenn du bereit bist. Bereit? Ich bin bereit geboren worden. Ja, aber bei. Wo geht's jetzt? Das ist da deutlich entspannter, oder? Ja. Schön. Ja. Jetzt haben nur die letzten paar Sachen, die sind noch CD geworden. Ja, schaust du da mal. Ja, da haben wir wieder so einen kleinen, so einen leichten Überhang. Wir gehen gerade auf, je nach Möglichkeit, ja. Ich weiche euch auch dann aus, wenn es kommt. Ja, Israel. Bist leicht rechts von der Route, gell? So, ich gehe euch jetzt ein bisschen aus dem Weg da, gell? Keine Eile, keine Eile. Ja, das ist eh noch nicht so schlimm da. Jetzt schauen wir uns einmal die Seiten links von dem Ding an. Aha, rutsche ich schon wieder. Das ist von der Balance her schlecht, gell? Mit dem rechten Halt nicht gut, genau. Und da habe ich da aber einen Griff schon. So geht's. Vorsicht, bleibst du am Ost hängen gleich. Musst aufpassen, dass du den Teufel aus, aber ja, schaut gut aus. So. Okay? Ja, gut. Ja, und da sind wir fertig mit der Partie. Ja? Aha. Ja, ja. Das ist ja fast schon easy, he? Ja, da kommt man dann ganz auf. Vorbei. Das ist aus, ja. Fahrt wirklich für die Kamera, schau. Brav. Lassen wir mal da. Da ist ein Buch, schau. Steigbuch, Bergkraxlersteig. Mhm. Ja, das geht alles ausgesagt, gell? Das habe ich gut gemacht. Wir werden da die nächsten Kugelschreiberbäume wachsen. Trag uns ein, bitte. Da oben, glaube ich, ist ein schöner Rastplatz mit Aussicht. Hinein. Ja, die Aussicht ist ja gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir uns eine kleine Rast oben verdient, oder? Die dicke Ärmelrast. Die Ärmelrast. Aber no, es ist gar nicht so schlimm dabei. Da vom Steigbuch aus soll der Abstieg nach rechts weg gehen. Das schaut da gut aus. Auf gut sichtbarem Steig werden wir das jetzt erkunden, oder? Und der Abstiegssteig ist tatsächlich rutschig, gell? Also ich würde jetzt einmal links nehmen. Das ist so geil. Du könntest aus der Beveritzenwerbung machen. Ich friere jetzt das Ding, ja? Nur damit du Ruhe gibst. Ja. Ah, eines. Bing.
Nicht lutschen, sondern beißen. Hm? Geil. Ich finde das geil. Sehr gut. Ja, super gut. Also ich würde behaupten, dass man da schon umgehen kann. Oder? Also wenn es jetzt vielleicht nicht der effizienteste Abstieg gewesen ist, aber es ist zumindest ein schöner Abstieg. Gell? Wenn man es richtig gemacht hätte, wären wir da runtergekommen. Und war da direkt umgegangen. Format füllen, da hat es Weitwinkel. Das liegt da an der Wand. Hängt der Arsch aus hinten? Nein. Mara Dekolleté ist zart verhüllt. Das fand ich da relativ nass. So. Wenn es noch eine weniger schwierige Passage einbauen will, müssen Sie eine Rolltreppe verwenden. Also ich glaube, da hier unten werde ich mich jetzt noch nicht einhängen. Das bringt irgendwie noch wenig. Einstieg, Übungssteig, WC, Querung zu Steig, die möglich, na bitte. So. Und schon mit der Raschlinge eingehängt, siehst du? Automatisch einhängende Raschlinge. Nein, nicht mit dem Karabiner, mit der Schlaufen selber. Ach so, ja, das ist deppert ein bisschen, gell? Mhm. Das ist ja rutschig geschüttelt. So gemein. Na gut, dann halt so. Ja, das ist ja eine sehr zivile Variante da, gell? Ah, was mach ich? Was machst du? Ein Blödsinn. Passt schon. Du hast die Aufnahme versauen, oder? Nein, passt schon. Ja, dann. Da geht das sehr, sehr viel befreiter, wenn ich weiß, dass du das auch aufnimmst. Ja, sehr kommt, spannend. Da kommt er ja schon. Ja. Aber der war nicht schlecht, ne? Ohne Helm oder irgendwas. Ja. So, gut. Na, mach mal. Na? Da ist jemand übermütig geworden, hä? Das ist Lucic. Mhm. Also so schaut das aus, wenn der Azrael dieses Problem löst. Er ist weit oben, er stürzt einfach einen Teil der Strecken ab, dann geht's schon wieder. Problemlösungskompetenz im Fels, da mache ich jetzt eine Videoreihe draus. Sei nicht so. Ich bin eh nicht so. Aber da ist wirklich urlutschig überall. Ich hab mir gedacht, deine Box sind so leiwand. Ja, warte mal, warte noch, bis du da bist. Mit deiner Box. Na, da oben ist dann eine Verzweigung. Na, das ist ja ein PC. Ja, bevor ich da jetzt einfahre, weil ich vorher Großstadt geredet habe. Ja, jetzt bin ich gespannt, ja. Ja, das ist doch gar nicht so leicht, das stimmt schon. Da kann man da runtersteigen. Ja, ich bin halt und da, dann da. Du bist das halt geflogen, was ich da schwimmen bin. Na, so mega super leicht. Ist das nicht, gell? Ist das da gar nicht. Das ist super rutschig, der Scheißdreck da. Ja. Das hat jetzt mehr Kraft gekostet, als es nicht ist. Ja, das Gemeine an der Stelle ist da schon her. Das ist fast ein bisschen abdrängend. Ja. Genau. Ja. Vielleicht jetzt nicht technisch die sauberste Variante, aber zumindest funktioniert es. Ja, wir gehen da dann wieder bei der Abzweigung rechts auf, hätte ich gesagt. Ne? Ist immer entweder extrem weit weg vom Seil. Oder sehr nah, gell? Oder sehr nah am Seil. Wenn du dann genau über mir bist und umgehängt hast, geh ich eher ein bisschen um. Geh da jetzt hoch oder geh ich tief? Das weiß ich nicht. Nur bitte geh so, dass du keinen Stau aufhörst. Ah, das schaut ja abenteuerlich aus. Was? Ja. Von der Krippe war gut wieder. Das hat jetzt irgendwie echt schon den Charakter mehr Armkraft zu fordern. Weil die Tritte teilweise, wo man es bei den Fösen gar nicht glauben mag, gar nicht so gut sind. Diese extreme Variante, die ich da vorhin gebraucht habe, wie ich da überhaupt einmal wohin komme, das brauche ich da jetzt nicht unbedingt. Ne? Ja, das ist alles interessant da. Und dann bist du wieder so ein Rumsal. Das ist gar nicht mehr Rumsal, genau, das deppert. Na gut. So leicht ist es gar nicht, gell? Ja.
Ich glaube, das ist da links und rechts gedacht. Hm? Ja. Ich glaube, der Anfang ist links einfacher und der zweite dann der rechts. Ja, BC im Vergleich zum Mödling, wo C? Ein bisschen was anderes. Hm? Ich glaube, da ist dann rechts, links gescheiter. Da ist dann auf der linken Seite gescheiter, ja. So. Es ist oft einfach auch wirklich nur eine gute Stelle, auf der man stehen kann. Ja, super schöne Aussicht, gell? Ja. Ja. Ich sage einmal so, es ist halt ein bisschen zum Mitdenken. Und überlegen, was man da so tut. Ne? So, fast oben. Aber wir haben vorher trotzdem eine Abzweigung nach rechts gehabt, die wir ignoriert haben. Und die werden wir das mal nehmen. An diesem sehr markanten Baum. Merkt ihr das Geräusch? Muss ich nicht. Da unten der Steinmann weist da drauf hin. Das ist der richtige Abstieg. Ja, da stehst du nicht. Bei dieser Nase hätte ich jetzt gefühlsmäßig gesagt, da rechts runter, gell? Tatsächlich, von da hinten sind wir hergekommen. Na, günstig. Auf geht's. Den Einstiegsteil, den kennen wir schon. Ja, bist du deppert. Nee, sie geht da schon Polizeisicht. Mein weiteres Versagen. Filmisch dokumentieren. Genau, ich werde ein weiteres Versagen festhalten. Schauen wir mal, wie das da so ausschaut. Okay. So, Israel. Der Sonne entgegen. Du entschwindest da schon. Das schaut eigentlich auch glatter aus, als mir lieb ist. Da ist ein kleiner Tritt, gell? Ja, genau. Mhm. Du musst einmal auf Reibung und oben geht's wieder am besten. Na gut. Ja, genau. Hast du gesehen, schon? Schon wieder gerutscht. Ja, genau. Das ist gut, weil da kann man eigentlich nicht gut stehen. Ja. Braucht mal wieder mehr Armkraft, dass man gerade macht. Ja, da ist die Kreuzung. Ui. Ja, da ist auch ein Stuhl. Da ist ein großer Stahllocker in der Querung. Das haben sie uns eh gesagt. Nicht drauf drehen. Ich muss da aufpassen, dass ich den Büdel habe und nicht nur den Schädel. Ja, das ist das Wichtigste, oder? Ja, gut. Gibt schon einen Grund, warum man Leute enthauptet und nicht ins Körper. Da ist der Fels griffiger an sich. Die Brücke, oder? Nein, die Brücke, dann die filme ich da aus der Nähe, aber bis du jetzt mal bei der Brücke bist. So, ja dann, jetzt ist die Frage. Umsteigen, das ist gar nicht so leibend, gell? Ja. Ja. Da kann man eh schon übersteigen. Ja. Du hast dann da auch wieder einen super Tritt, gell? Also ich steig schon lieber auf einen sicheren Tritt drauf. Ja, der Mutter kannst du alle die Tische machen. Die ganze Gruppe. Ja. Also muss ich sagen, jeder, der diese Tische da macht, genießt meinen Respekt. Weil also mir ist das nicht leicht gefallen. Und entweder bin ich da technisch wirklich so schlecht, dass mir das so schwer fällt, oder? Die anderen sind einfach so gut. Ja. Ja. Geht natürlich auch sein. So, haben wir jetzt. Aha. Super. Israel, wie von Zauberhand. Da kann ich mir jetzt mein Merino-Shirt zerstören mit der Technik. Ich glaube, das geht ja nur einfacher in Wahrheit. Da machen wir jetzt
die billigste Methode ever. Diese Variante da. Schau, das ist die Radschlinge 2.0. Okay, jeder macht anders. Ja, also da. Das ist natürlich die Mörder-Variante, gell? Geil. Ja, da kann natürlich gar nichts passieren mit der Variante. Edge. Edge. Du hast glaubt, ich habe jetzt mein Merino-Shirt zerreißen, gell? Dafür ist die Rastschlinge da. Ja, genau. Hm? Das muss noch raus, ne? Ja, das komme ich schon raus, aber zuerst müssen wir mal aufmachen. Ja? Ach, so geht's. Ja, so geht's. Gut. Du schaust, gell? Flatter ist gar nicht so deppert, wie er ausschaut. Wie ein Arschling. Ich wollte gerade sagen, das wäre furchtbar. So, das ist ja spannend. Da kann man zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Ja, ich glaube, wir haben es schon gleich. Ah, er macht das außen. Ich mach das außen. Ich nehme mich da einfach gleich auf das Seil, von der Seilbrücke auf den Schaft gestiegen. Das mache ich jetzt da. Ich bin ein bequem. Ja, mach auf das da. Auf das Seil von der Seilbrücke bist du einfach gestiegen. Das ist ja Abschneider, das ist ja illegal. So, jetzt verstehst du da nicht, ich bin da jetzt schon viel näher gekommen, als das eigentlich gut ist. Wenn ich mir deinen Gitter gut so anschaue, wie du den anhast, wird der sehr spannend, wenn du da tatsächlich einsetzen musst. Da drückt es dir eigentlich alles mit den Taschen aus. Da ist er mehr oder weniger aus, gell? Na gut. Das ist ja ziemlich antiklimaktisch, oder? Ja, und? Die will ich zeigen, die Kamera will ich sehen. Ich meine, diese Verzögerungstaktik. Nichts kann man recht machen. Oh ja. Du musst nur genau das machen, was ich will, und schon ist mal alles recht. So. Aha. Wo bist du? Ich sehe dich nicht in der Kamera. Da. Da. Aha. Du machst noch kurz aus dem Bild. Ich war aus dem Bild. Ich bin immer voll im Bild. Also mit deiner Kamera stimmt das nicht. Ja, ich bin Stepper, das ist bedient, das ist alles. Aha, da geht es da oben das Seil und da unten den Weg, oder? Ich bin oben gegangen, also ich habe das gleich so richtig. Das ist ja langweilig. So wie es gehört. Was hast du, wie es gehört? So gehört. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Jetzt hört er nicht so, hörst. Ja, und das war's auch schon. Du wirst mich nur runter machen. Da ist der Steig auch zu Ende. Ja, aber mehr brauche ich, muss ich ehrlich sagen, jetzt aber auch nicht mehr. Das reicht jetzt, gell? Da könnte theoretisch was passieren, gell? Aber jetzt eigentlich ist ja da so ein Dirndlstrauch, ein schöner, an dem man sich festhalten kann. Nein, der ist schon ausdirndelt. Da haben sie sogar unten noch so, schau. Nämlich da zum Umgehen. Wir sind da eigentlich illegal unterwegs. Es erklärt auch, warum es da keine Versicherungen gibt, da gibt es nämlich da weiter unten. Ich habe Steigbuch gefunden. Wieder mal. Wieder mal? Bist du narrisch? Wie oft finden wir das heute noch? Ja, ich glaube, eine kleine Rast und ein bisschen was trinken und ein bisschen den genehmigen wir uns mal noch, oder? Na dann. Das bewährte Rastplatz da nehmen wir, oder? Ja, Aussicht ist immer noch genauso schön wie vorher. Man sieht auf die Südautobahn, man sieht auf Wiener Neustadt, den Dom sieht man sogar. Ja, also dreimal reicht. Israel, du bist mit Autostopp hergekommen, oder? Ja, du schaust nämlich so mitgenommen aus. Ja. Also meine Arme brauche ich jetzt ein paar Tage lang nicht für irgendwas anderes benutzen. Arme, Arme. Also der Bergkraxler steigt da in Bad Fischau. Ist eine wunderschöne Anlage, für Übungszwecke errichtet und ganz ehrlich, nirgendwo leicht. Also selbst die PC-Passagen haben es durchaus in sich. Man hat viele Möglichkeiten, weil man kann das Ganze irgendwie kombinieren auf drei unterschiedliche Arten und Weisen. Wenn der Betrieb jetzt dann an so einem super schönen Samstag war nicht allzu viel los. Die D-Stelle, die kann ordentlich was. Ja. Also, was man nicht da hat, was nicht da hat. Das war es dann vom Bergkraxlersteig in Bad Fischau. Ich bin noch flott dabei. Ich bin Israel. Vielleicht sieht man so auf einer anderen Tour. Nicht nörgeln? Nicht nörgeln. Ich reg mich noch auf. Rennt das Ding, ja? Ah! Sehr gut. Nein, hab ich gesagt. Nein, was heißt nein? Warum rennt das nicht? Jetzt! Ja, das ist ja unglaublich. Bist du an dir selber? Genau, ich sichert mich an mir selber. Ich bin ja so selbstsicher. Von daher ist das auch gar kein Problem.